Ihr dürft gerne Hallo sagen für YouTube. Ja, na klar dürft ihr Hallo sagen. Hey Leute, was geht ab? Wenn euch die Videos momentan gefallen, lasst gerne eine positive Bewertung da. Wenn ihr mehr Craftlink-Videos sehen wollt, wir geben uns wirklich sehr viel Mühe. Wir reißen uns den Arsch auf, dass jeden Tag ein geiles Video kommt. Dass jeden Tag. Und der Unterschied von uns zu den anderen ist, wir schaffen es momentan, dass Sachen, die gestern passieren, heute schon kommen. Keinen Tag dazwischen. Also alles, was heute passiert, ist morgen schon da. Crazy ist das. Und auch hier nochmal der Reminder, schaut gerne auf Twitch vorbei. Ich bin hundertprozentig jetzt gerade live. Ihr könnt hier einfach vorbeigucken. Einfach auf Twitch klicken. Ich bin permanent am Stream. Ihr könnt immer ganz kurz vorbeigucken, was geht ab, was macht er gerade live. Und dann könnt ihr auch sehen, dass das, was ich gerade live mache, höchstwahrscheinlich so zu süß zusammengeschnitten wird für das Video dann. Geil, Mann. Leute, dann viel Spaß mit dem Video. Ciao, ciao, ciao. Leute, wir müssen unbedingt Gold farmen. Hilfe! Wo wollen wir Gold herbekommen? Wollen wir Gold aus dem Nether herbekommen oder wollen wir farmen gehen? Also im Nether farmt man auch, halt unten. Digga, ich hab mich ja so verschrieben gerade. Was fliegt AV? Was macht den Zeitmeister nicht sauer? Wie sieht dein Hut? Hallo! Alter, du hast die Uhr gerettet! Hast du gehört, dass es gebimmelt hat und dann hast du mich gerufen? Ja, ich bin vorbeigekommen und dann habe ich gehört, dass es geklingelt hat und ich wusste ja, dass es die Alarmglocken sind. Das sind wirklich die Alarmglocken. Dankeschön. What? Ja, kein Problem. Digga, ich find's echt geil, dass es so klappt. Ja, safe. Also, das Dankeschön. Ist eine Idee ja auch. Es kriegt halt auch jeder mit, der hier vorbeikommt und es plötzlich richtig laut wird. Ist geil. Das finde ich gut. Oh, man. Was machst du so? Was geht ab? Oder... Nee, ich bin gerade, also ich wollte gerade hierher kommen so und dann hat es, okay. Dann dachte ich so, ja, dann habe ich dich hier reden hören, weil du auf Dauer sendest. Das habe ich gedacht, ja. Ey, geil, also wirklich geil. Ich guck mal, 16 Stück, ich glaube jetzt, doch, Timer sollte jetzt dann ausgehen, Alarm sollte ausgehen. Aber die Challenge ist ja das Geile dabei, wirklich. Ja, also, finde ich auch, ja. Es ist richtig nice. Es ist so unnötig, aber halt so lustig für mich selbst einfach, ich liebe das. Ja. Es könnte halt auch sein, dass du einfach mal einen Block aus Versehen daran baust und der sozusagen eine Redstone-Leitung kappt. Ja. Und dann könnte es auch explodieren. So. Ja. Das sind so Sachen, die passieren halt auch mal schnell. Boah, krass, krass. Wenn wir uns überlegen, hier oben wird der eine Raum sein. Wir bauen halt wirklich so einen riesengroßen Palast, wollen wir machen, ne? Ich weiß, ich kriege es nicht immer gerne gesehen, aber ich finde die fliegende Pyramide für den Beacon-Bob nicht so anstrengend. Aber du weißt, dass das gedacht ist als... magische Pyramide. Hey, YouTube! Hi! So, nachdem wir ja jetzt eigentlich vieles fertig haben. Wir sind, glaube ich, schon weiter als andere mit unserer Storyline, wenn die anderen überhaupt eine Storyline haben. Wir haben quasi schon unsere Uhr fertig. Aber jetzt machen wir das, was andere Leute am Anfang gemacht haben. Und zwar haben wir ja schon zwei Villager, die haben wir ja schon. Aber viele unserer Villager sind eben gestorben. Aus diesem Grund werde ich jetzt hier einen Breeder machen. Einen Autobreeder, glaube ich. Einfach nur, dass wir uns damit schon mal dann auch ein paar Villager ranholen können, dass wir auch da selbst ein bisschen auf eigenen Beinen stehen können, was Villager angehen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Herangehensweise. Ich glaube, wir werden da jetzt nicht viel lange für brauchen, so einen Autobreeder machen. Ich keine Ahnung, in... weiß nicht. Wie lange dauert ein Autobreeder? Geht wirklich sehr schnell. Und dann können wir so ein paar Villager hier produzieren. Dann können wir die wiederum dann zombifizieren, dass wir das schon alles haben. Und dann können wir nämlich langsam dann rangehen, hier unsere Base aufzubauen. Ich möchte, dass halt ich halt immer mehr Standbeine in dieser Base aufbaue, innerhalb dieses großen Tempels sehr viele Farms sein werden. Man auch von dieser Base aus dann eben in den Nether kann, dann dort die Goldfarm später mal sein wird und so weiter und so fort. Wir bauen hier dann ein schönes Nether-Portal noch irgendwo rein. Das ist auf jeden Fall der Plan. Ja, das wird geil, Mann. Hier, das geht halt wirklich sehr, sehr fix, glaube ich. Sind schon welche hoch? Oh Gott.
Wer ist alles dabei? Geil. Geil, 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 geil. Nein, hör auf, hör auf. Alter, ich kann nicht mehr. Was macht ihr denn, ihr dumm scheiß Villager? What the fuck? Selten waren Villager so dumm wie in diesem Craft Attack. Ich kann nicht mehr. Was ist denn dein scheiß Problem? What the fuck? Was zur Hölle? Alter. Ja, ich fass es nicht. Ich meine, man konnte sie früher lenken wie niemand anderen, Digga. Die waren so manipulierbar, Digga. Die haben es nicht gecheckt. Du konntest mit denen alles machen. Aber heute, sie sind strunzdumm. Bitte, 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 bitte. Leute, bitte nicht. Bitte nicht. Wo, ja, nein. Oh nein. Oh, da ist Nacht gerade. So Kopfschmerzen gerade. Ich hab so Kopfschmerzen. Wir brauchen Betten. Wir haben keine Betten. Die wollen zurück zu ihrem scheiß Drecksbett. Ich halte das alles nicht mehr aus. Oh Gott. Ich weiß nicht mehr, wo das Loch war. Wo war das freaking Loch da? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Bitte, wo seid ihr hin? Nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein, er hat auch noch seinen Job, weil er denkt, er hat immer noch Arbeit, aber ist er schon längst fucking arbeitslos. Ihr habt doch schon längst seinen scheiß Job genommen. Oh nein, der hat einen anderen Job bekommen. Ich nehm's zurück, du hast doch einen Arbeitgeber. Hallo, ich check's nicht. Wie könnt ihr euren Job beibehalten? Och Mann, ey, diese Uhrzeiten. Komm bitte. Nein, nein, logisch. Ich weiß, wie der Job funktionieren kann, keine Sorge. Nicht mehr aus. Jawohl, jawohl, jawohl. Boah, Digga, die werden hier so drin, so krass sterben, sag ich euch. Oh, ich lieb's, Mann. Ich lieb's, was wir hier gebaut haben. Okay. Yo, yo, yo. Yo, was geht denn ab bei dir? Yo. Was machen Sachen? Ey, die Uhr. Alter. Es bimmelt ja auch gar nicht gerade. Nee, wir haben gerade genug Uhren. Bro, geil. Weißt du, ey, das genau, hatten wir lange nicht mehr. Nee, stimmt. Die haben lange geklingelt heute, oder? Verschickt. Immer. Immer, wenn man hier vorbeikommt. Bing, bing. Scheiße. Bing. Ich hoffe, das bleibt nicht, dass es nicht für immer so steht. Muss man gucken. Das muss man leider gucken. Wir müssen gucken, was die Zeit mit sich so bringt, weißt du? Geil, Mann. Leute, eins in den Chat, wenn ihr geil findet, was wir hier machen. Ohne Scheiß, ich glaube, ich will halt echt jetzt erstmal so ein bisschen diese Base noch ein bisschen weiterbauen. Und dann können wir so uns an ein paar Farmen machen. Würdet ihr sagen, das ist eine gute Idee? Ja, oder? Wir fangen hiermit an. Eben, wir machen so, dass wir hier so einen Grundstein haben.